So, jetzt habe ich zig Anläufe gebraucht, habe es nicht geschafft und mache den Stream aus und schaffe es halt im ersten Versuch. Bin halt jetzt zwei, dreimal runtergesprungen, habe immer wieder die Kabel verbunden und komme jetzt hier an die Schalttafel, die jetzt grün ist. Und damit kann ich jetzt hier aufmachen. Und dann gibt es noch so einen Mob. Den müssen wir wegmachen. Und dann sind wir auch beim Easter Egg. Jetzt sind wir da, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Und jetzt sieht man schon mal, Techland heißt ja der Macher. Und die haben wohl bei den Spielen, die hier so hängen, überall, entweder haben die es selbst gemacht oder sie hatten die Finger im Spiel. Und das ist ja schon ein bisschen was, ne? Hier Call of Juarez kennt man halt. Crime City. So. Und das ist wohl der Entwicklerraum. Ob der jetzt dann echt so aussah wie hier, weiß ich nicht. Und hier passiert jetzt der ganze Spuk. Hier gibt es jetzt erstens schon mal eine Stereoanlage. Okay. So, aber wir finden einen Brief der Entwickler. Vielen Dank, dass Sie es hierher geschafft haben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat uns eine Menge Zeit und Nerven gekostet, hierhin zu gelangen, aber es hat uns auch viel Wissen und Freude geschenkt. Es gab Momente des Zweifels, aber auch der inneren Stärke. Innere Stärke der Menschen, die ihr Herz und ihre Seele hineingesteckt haben. Wir sind Ihnen wirklich dankbar. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Okay, das Ganze gibt es auch noch in Englisch. Nice. Bedanken sich die Entwickler. Wir haben schon gesehen, dass hier überall Poster hängen. Ich glaube, das ist einer der vom Team der Entwickler. Und ja, von den Spielen halt, ne? So, jetzt gibt es hier die Möglichkeit, sich hinzusetzen. Das machen wir mal. Und zwar gibt es vier Positionen. Das hier ist die erste. Einfach mal hinsetzen. Verlassen wir das wieder. Der orangene Würfel war der erste. Jetzt gehen wir hier vorne auf den Boden. Da haben wir auch noch eins. Setzen wir uns auch hin. So. Und dann setzen wir uns hier nochmal hin. Und das fand ich schön, ne? Das machen wir noch mal. Ja. Der schön die Füße auf dem Tisch, der Kollege. So, und dann der letzte. Und jetzt sieht man schon auf dem Tisch passiert was. Magic. So, jetzt liegt da eine zweite Grußkarte. Korek, der Entwurf für ein Talisman. Das ist der crazy shit. Der ist uns jetzt auch, glaube ich, dann automatisch ins. Nicht nur, sondern ein paar Mollys bauen können. So, das war das eigentlich das Wichtigste. Und jetzt können wir uns das direkt angucken. Wir haben hier die gute Axt bekommen, 210 Haltbarkeit. Wir haben einen Bogen. Moment, wir haben ja noch eine zweite Axt, die eigentlich schon kaputt ist. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und mal die zweite Axt reinmache, dann sehen wir, die hat nur noch 7 von 210 Haltbarkeit. Ne? Und wenn ich. Die hat aber keinen. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil die keinen Platz für einen Talisman hat.
Nehmen wir doch. Ich habe doch extra eine aufgehoben als eine Waffe, die schon so kaputt war. Hier, die einzigartige lange Axt. Ja. Dann nehmen wir doch die einzigartige lange Axt. Modifizieren. So, und dann sehen wir ja schon hier drüben, die hat nur noch 32 von 174 Haltbarkeit. Ich habe das einmal gepusht, indem ich da noch den Funken eingebaut habe als Mod. Dann habe ich das nochmal gepusht, wieder ein bisschen repariert, indem ich den Feuermod noch eingebaut habe. Aber irgendwann ist halt Ende. Diese Mods kann man nicht wieder rausmachen. Und jetzt kommt der krasse Scheiß, wenn ich jetzt auf den Talisman gehe und habe hier diesen, den Korek eben bekommen und wende den jetzt an. Bumm. Dann hat das Ding einfach wieder 174 Haltbarkeit, denn Korik macht 500 Haltbarkeit. Diese anderen Mods machen 50 oder sowas, ne? Und das Krasse ist, ich kann den immer wieder anwenden. Der verbraucht sich nicht und ich kann ihn einfach immer, ich kann also immer wieder meine Waffen reparieren. So, das ist der Moment, wo ich eben alles reparieren kann, immer wieder. Das ist bei dem Bogen ähnlich, hat er auch seine Haltbarkeit, der Bogen. Aber der hat halt eben man braucht halt diesen Slot für den Talisman, ne? Hier 116. Was haben wir denn noch? 4, 3, was haben wir denn hier noch? Das ist halt jetzt hier, das ist jetzt halt eine zuverlässige Axt, ne? Hier oben auf dem ersten Slot, die ist halt mega. Und die könnte ich auch direkt einfach hier mit den Sachen ausrüsten. Weil die Reparatur davon brauche ich nicht mehr. Also würde ich das auch alles machen. Bäm. Hier in den Griff sogar noch. Boah. Nice. So, und dann irgendwann halt eben hier die Haltbarkeit rein. Könnte ich jetzt schon reinmachen. Ich muss nur aufpassen, dass die Waffe nicht unter die 210 fällt. 104 Schaden jetzt, richtig, richtig heftig. Ich hatte bei dem Griff schon mal angefangen, hier ein bisschen zu skillen, dass ich hier ein bisschen mehr Damage mache, dass die schwerer wird, die Zweihand. Und das ganze Equip, was ich anhabe, ist sowieso alles auf Tank, auf Zweihand. Richtig krass. So, und damit können wir immer alles verkaufen. Aber wir behalten nur noch hier die Legendaries. Fertig. So, und das war aber erst der erste Streich in dem Entwicklerraum, denn es geht hier noch irgendwo in ein Nebenzimmer. Das gucken wir uns auch noch an. Genau. Bisschen da. Kann gar nichts mehr tragen, Affen. Hier können wir uns auch noch mal hinsetzen. Aber was wir eigentlich suchen, ist das Bett. Wo ist das Bett? Hier ist irgendwo noch das Bett. Und wenn wir uns aufs Bett setzen, hier, dann geht noch mal die Party. Dann geht noch mal die Party. Das machen wir auch. Und dann fangen wir an, Teddys zu spawnen. Cool. So, das sammeln wir jetzt noch ein. Genau, linke Finger von Glover.
Und damit können wir quasi Mobs wegballern, wegschießen und so weiter. Und das war's hier, glaube ich, auch. Überall mal hingesetzt. Ich habe gehört bzw. gesehen in den Videos, dass wenn man diesen Raum einmal verlassen hat, das ist übrigens unsere Axt. Jetzt haben wir endlich mal eine richtige Waffe. Dass der Raum dann auch verschlossen ist. Das heißt, wenn ihr hier seid, solltet ihr definitiv alles machen. Guckt euch alles an, lootet alles. Hier im Kühlschrank war jede Menge Zeugs für Mollys noch. Holt euch die Haltbarkeit, holt euch aber auch den Finger. Das ist nämlich auch richtig lustig. Guckt euch die Poster an oder die Axt. Alles, was man so untersuchen kann, macht das, denn wenn ihr einmal jetzt hier den Raum verlasst, dann kommt ihr auch nicht wieder rein. Super. Nice. Haben wir das auch. Jetzt gucken wir mal, ob sich das dann verschließt. Wahrscheinlich erst, wenn wir weggehen. So. Nice. Ab jetzt. Immer wiederholbar, 500 Haltbarkeit, wir können jede Waffe reparieren, vorausgesetzt, die hat einen Slot für den Talisman. Das ist ja meistens der Fall. So, das war's auch schon. Ich gehe noch ein bisschen For the King spielen, euch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht's gut.